Und die Stangen sind fertig und einsortiert. Dann können wir jetzt dich bauen. Genau, doppelte Ausführung, auch wenn wir es nicht brauchen. Rest kann zurück. Bronze Fire Casing. Brauchen wir auch alles nicht. Und Solid Fuel, blub, blub, blub. Brauchen Cauldron. Gut, dass wir mehrere kleine Bläulingshäuser geplündert haben. Da. Warte, wir haben jetzt zwei da drin. Und zwei hier im Boden, also vier von den Häusern. Ja. Mache bitte das da. So, Solid Fuel Boiler Firebox. Eventuell nutzen wir sie sogar später für die Steam-Produktion, aber mal schauen. Ja, wir sind fertig. Ta-ta-ta-ta. Schläfchen. Oh, nein, 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 nicht angucken. Erstmal Schläfchen. Ich will nicht nachts irgendwie hochfliegen, vom Blitz getroffen werden und dann von irgendwelchen Creepern aufgefressen. Das geht. So, also, wie funktionierst du? Du bist ein Steam-Ding, also wirst du Wasser brauchen und Kohle. Können wir nicht so Rechtsklick auffüllen? Nein. Okay. Machen wir das so. Du hast hoffentlich irgendwelche Zellen, die wir. Also einen Slot, wo man das reinstecken kann. Oh. Okay. Du nimmst nur Buckets? Wie altbacken bist du denn? Okay, warte. Warte, haben wir Buckets dabei? Ne, ich hab ein Blutbucket dabei, um mich im Nether eventuell löschen zu können, aber. Hier? Gibt bestimmt irgendeine Befüllstation dafür. So. Eimer. Okay, Wasser ist da. Kohle. Kohle brennt nicht. Müssen wir nicht irgendwie noch anzünden? Oh. Ah! Gib's an! Nice. Okay. Wo bist du? Das ist nicht auf unserer Rüstung. Warte, da muss ich was raussuchen. Control, das ist Adventurers, irgendwas. Adventure Backpack, Open Inventory. B. Toggle Action. Feld 1, das ist alles schon belegt, ne? Mit Ö, Ä. Ü geht. Und Plus. E. L. Okay, L und Ö. Ja, Ö ist das Questbuch, das war's nicht. Ist die Minimap, die gerade sehr reingezoomt ist. Oh Gott. Wieder rauszoomen, okay. L bist du. Ja, aber irgendwie geht das Ding nicht an. Ja, ich springe einfach nur. Okay, vielleicht gehen ja keine. Vielleicht geht ja kein Charcoal. Vielleicht brauche ich ja richtig Kohle oder Coke oder irgendwas anderes. Das heißt, wir nehmen Kohle. L. Nein, nicht meine Darts. Kohle. Auch nicht. Quest getting around. Da. Also. Dein Kohle-Jetpack braucht Kohle und Wasser, um Dampf zu produzieren. Nach einer kurzen Aufwärmperiode kannst du losgehen und den ersten Flug machen. Shift and the Adventure Backpack Shortkey to start it. Shift L, Shift Ü. Kohle Jetpack on. Ah, okay. Jetzt geht die Temperatur hoch. Gut, schon ein bisschen mehr Wasser. Also Shift Ü ist jetzt nicht unbedingt die beste Kombination, um das einhändig zu machen. Ah.
Und ums Mikrofon rumgreifen, ja super. Dich dahin, dich da rein, dich voll. Die Eimer lasse ich mal drin, dass wir sie dann nutzen können, um irgendwas aufzufüllen. Kohle sollte reichen. Das heißt, es wäre eventuell auch mit Charcoal gegangen, aber das hier brennt länger. Oh. Okay, die Eimer passen nicht rein, die werden rausgeschmissen. Fair enough. Dahin. Sortieren wir noch ganz kurz den Kladderadatsch da weg, den wir nicht mehr brauchen. Weg, weg. Weg. 58 Grad. Sollte gleich losgehen. Dann hätten wir 100 Grad, das heißt, der erste Dampf kann entstehen, aber wir brauchen wahrscheinlich auch einen Puffer an Dampf, bevor wir ordentlich abheben können. Den Gleiter unbedingt parat halten. Nicht, dass wir den gleich abstürzen. Wir nehmen. Oh, MV. Unbedingt MV Tierberg. Dankeschön. Da so tolles drin. Nichts. Oh, es blubbert. Ich glaube, Inventar ist wieder late. Echt nichts drin, ne? Sehr kurioses Ding. Egal, es blubbert. Wasser wird zu Dampf. Das ist dann wohl unsere Anzeige, die verbraucht sich, während wir fliegen. Wasser geht schneller runter, als ich dachte. So, vielleicht gleich nochmal nachlegen. Komm. Kann ich jetzt schon fliegen? Und wir haben nicht viel verbraucht. Das ist auch einigermaßen schnell. Ah, oh, sehr schön. Wir haben verbraucht. Es geht echt. Oh, das ist 20 mal besser als das andere Jetpack. Und es braucht nur Wasser. Würde ich im Flug nachfüllen? Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das verändert alles. Und es macht nicht den Torso-Slot weg. Oh. okay. Abbremsen ist nicht so stark wie bei anderen Jetpacks. Nutzen keine Leiter mehr, wir können fliegen. Wir brauchen kein Öl mehr, wir haben Crude Oil. Weil wir werden das Öl später brauchen für irgendwelches Rubber, Polyethylen, Polyester, was auch immer Gedöns. Ja, wir sind gleich wieder voll. Zack, nächstes rein. Oh. Ach, okay, man kann abbremsen, aber halt der Schwung wird mit reinbrechen. Also als ich eben gerade den Gleiter ausgemacht habe und runtergefallen bin mit Max Geschwindigkeit, da hätte man wohl, keine Ahnung, 15 Blöcke oder was gebraucht, um das abzufedern. Zischelt. Zischelt heißt, explodiert's gleich? Oder kann ich es jetzt. Hab's jetzt ausgemacht, glaube ich. Ne, Shift-Ü, Jetpack auf. Das heißt, jetzt verbraucht er keine Kohle mehr. Ist auch eingefroren, ja. Also er verbraucht keine Kohle, er verbraucht kein Wasser mehr. Wir haben jetzt Jetpack hier drin. Kann ich trotzdem noch fliegen? Nein, weil es aus ist. Jetpack on. Muss auch nochmal rausfinden, welches Setting das hier ist. Willst du als Jukebox? Nein, du bist keine Jukebox. Player. Weniger, ne? Der Player. Dann mache ich dich mal so. Auch wenn ich das sehr gerne feintunen würde, weil mir sind sowas wie Schrittgeräusche eigentlich schon recht wichtig.
Aber jetzt durchgehend Zischen auf den Ohren zu haben, ist jetzt nicht so ideal. Coole hält sich auch einigermaßen. Und wir können sie auch jederzeit abnehmen. Ja, nee, ich behalte das erstmal jetzt an. So, jetzt fliegen wir auch wieder weg. Oh, es macht schon so komische Zischgeräusche. Das ist Überdruck dann. Die Zischgeräusche kommen nur, wenn halt zu viel Wasser drin ist und zu viel Dampf drin ist. Was jetzt schon wieder der Fall ist. Das heißt, man könnte das ein bisschen feintunen, dass man halt immer Wasser nachkippt, wenn man fliegen will, oder immer Kohle nachkippt, wenn man fliegen will, und sonst zischt es dann halt nicht durchgehend. Oder man springt alle paar Sekunden, aber das wäre wahrscheinlich nicht so ideal. Ja, nee, super. Das heißt, wir können jetzt unsere Basis hier umbauen. Das werde ich zwischen den Folgen machen. Das heißt, das hier wird alles rausgerupft. Die Kisten könnten ein Problem werden. Kisten lassen wir vielleicht erstmal da. Also wirklich nur den inneren Bereich hier rausnehmen, der hier eh nicht mehr so wirklich genutzt wird. Bett irgendwo anders hin. Da haben wir hier ein 3x3-Feld, wo man in den Keller kann. Und aufs Dach, beziehungsweise später die erste Etage, das werden wir auch noch alles vollbauen, denke ich mal. Und die Mine. Das hier können wir zumachen. Nervt mich jetzt schon. Besser. Also, genau, die Treppe kommt komplett weg. Und dafür nur noch das. Wir sollten vielleicht einen Notfallweg irgendwo einbauen. Falls wir mal sterben, dass wir in unserer eigenen Basis uns auch bewegen können. Ja, aber dafür haben wir später auch die Elevator, ne? Elevator? Ich glaube, die Elevator waren auch schon machbar. Aluminium Frame. Ja. Noch ein... Da ist er. Noch ein bisschen teuer. Die Enderpearl Plate ist Cutting Machine, ist LV. Block of Enderpearl. Ja. Wir können jetzt schon Elevator bauen. Also wir können uns jetzt schon hoch und runter teleportieren. Ja, schön. Also wir könnten dann auch jetzt hier die Anlage haben. Und dann oben, ganz oben noch irgendwas anderes abgefahren ist. Cooles Laser oder so. Ja. Schön, sehr, sehr schön. Also, Checkliste. Neue Tanks, wollen wir auch noch gucken. Wassertanks unten, ja. Restlichen EV. Wir haben Öl gecheckt, wir sind gerade vorbeigeflogen. Tank Upgrades checken. Das sind die Glasdinger, die ich da gebaut habe fürs Jetpack, ne? Habe ich die schon wegsortiert? Also die Dolly werde ich gleich brauchen. Da ist ein so ein Tank. Ich dachte, wir hätten noch zwei davon hergestellt. Keine Ahnung, wo die gelandet sind. Nee. Wir schlafen. So. Upgrade. Gibt die ganze als Stahlvariante. Eisenvariante, Goldvariante und Diamantvariante. Ich glaube, für die Diamantvariante haben wir eine Quest. Ah, hier ist auch der Elevator als Quest. Kriegen wir noch einen oben drauf. Ja, ja, behalten wir im Auge. Jetzt wollen wir aber die Tanks. Oder was fallen die Tanks? Bestimmt irgendwo eins von den 30 Millionen Sidequests hier. Ne, das ist ein Aluminiumtank. 96 Buckets. Er braucht mir viel zu viel Alu. Ne. Ich mache das anders. Ich baue jetzt einfach, ich bin mir relativ sicher, dass es ein Diamanttank war, den wir brauchen. Ich baue jetzt einfach den Diamanttank mit zwei Diamantplatten und zwei Diamantschrauben. Ja, einfach so, ne? Also erstmal müssen wir wieder einen Diamantblock herstellen. Das ist bei dir. Das Ganze muss dann wieder in das Ding da rein. Diesmal sollte schneller gegen den Lupe können, aber trotzdem wird es lange dauern. Ich dachte, wir hätten noch Diamantplatten über gehabt. Hm. Na gut, und dann aus denen hier Stangen machen und aus den Stangen dann Schrauben machen.
können wir dich in die Säge packen? Wir müssen, genau, wir müssen erst in dem Lathe die Stangen machen, die Stangen in die Säge, um mehr Bolzen rauszubekommen und die Bolzen wieder in die Lathe für die Schrauben rauszubekommen. Gut. Das Ganze müssen wir theoretisch auch sehr häufig machen, damit wir dann einen großen Tank haben für Wasserstoff, einen für Sauerstoff und sowas. Wobei jetzt die Art von Tank nicht so wirklich ideal ist. Die bessere Version hiervon wäre halt toller, aber ja, da müsste ich mich erstmal in Dark Steel reinfrickeln und sowas alles. Du kannst da rein. Da, Diamantblock, Diamantblock. Hier rein. Dauert 384 Sekunden trotzdem noch. Okay, das machen wir dann wohl nächste Folge. Autominer. Neue Rüstung, neue Tanks sind wir bei. Filing Cabinet. Apiary Bealizer. Oh, Bealizer. Ich glaube, das Bottleneck war annealed copper und der EBF. Gucken wir mal kurz. Dann habe ich zwischen den Folgen nämlich auch schön viel zu tun. Bealizer. Hi. Dafür müssten wir erstmal einen Carpenter bauen. Display. Glasplane, noch mehr Alu. Es geht, alles mit Alu, ja. Was mit dem Carpenter? Der Carpenter braucht nervige Dinge. Cupronickel Plate und noch mehr von diesen Tanks. Ich tue ihn mal auf die Liste. Aber schnell zusammengeklickert ist das nicht. Also der Carpenter selber vielleicht, aber der braucht dann wahrscheinlich auch noch RF-Energie. Und was bist du? Sturdy Casing? Das geht. Bronze Casings. Alles sehr kurioses Zeug hier. Die können wir ja schon mal vorbereiten, ne? Wie davon aus, dass es so geht? Jo. 1 zu 1. Oh ne, 2 zu 3. Ja, okay. Ich glaube, mit dem flüssig machen und dann reingießen wäre es besser gegangen, aber was soll's. Du brauchst noch mehr als 2 Minuten. Den kriegen wir jetzt genug für 3 Forestry-Sachen. Wir werden definitiv noch mehr davon brauchen, von den Casings. Bum, 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 bum. LV-Maschinen. Und zurück. Sturdy Casing. Gucken, was wir alles im Sturdy Casing machen können. Genau, hier sind nämlich auch die Engines. Commercial Steam Engine, Combustion Engine. Einen davon werden wir bauen müssen für RF-Energie. Außer wir bauen irgendwie einen Transformer von EU nach RF. Oh, ein automatischer Analyzer. Bottler. Also ja, viele Sturdy Casings. Der Carpenter, die Zentrifuge für die Waben. Wobei, ich habe es gar nicht getestet. Können wir die Waben nicht auch einfach. Also, es haben sich ein, zwei Webchen angesammelt in der Zwischenzeit. Also hier bei denen. Können wir die einfach so in eine Zentrifuge schmeißen? Ich wahrscheinlich die ganze Zeit schon machen könnten. Hier in der Kiste sollte ja auch noch ein bisschen was an Waben sein. Es geht, oh Gott. Und hier kommt Wachs raus und Honig. Honey Drop. Noch besser. Honey Drop können wir direkt zum Kochen benutzen. Beeswax. Können wir benutzen für Pipe Sealant? Nein. Wir können direkt Wachs draus machen, also Pam Wachs. Wir können Boot draus machen. Empty Honeycomb. Bist du? Ah. Rück.
Wachskapseln. Ich weiß nicht, ob die ähnlich cool sind wie unsere Kapseln. Ich glaube nicht. Haben wir schon eine Zellenform? Wir haben keine Zellenform. Wir haben auch kein weiteres Casting, um daraus eine Form zu machen. Können wir das fix ändern? Ja. Oink. Gut. Oh, warte, können wir mit der Zellenform auch direkt in die Tinnenzellen gießen? Das wäre super. Wir sind nicht mehr da. Wir sind jetzt bei Wachskapsel. Extruderzell. Dichcell. Sieht sehr kurios aus. Da als nächstes. Ist genug da, ne? Ja. Haltet auch schnell aus, kann mit. Und jetzt nehmen wir den Wachs von hier, den Extruder da. Wir kriegen jetzt Wachszellen. So, die bin ich mir halbwegs sicher. Hier ist aber nur 0,02 drin. Die kann ich nicht rausholen. Also wirklich nur für volle Schichten. Und ich glaube, wenn man die benutzt hat, gehen sie danach auch kaputt. Also wenn wir die jetzt alles voll, ne? Kann ich hier auf den Boden rechtsklicken? Nein, kann ich sie da rein rechtsklicken? Ja, aber es passiert nichts. Erfahrungstank ist auch voll. Wir danach wieder abreißen. Oh ne, bleibt bestehen. Ja. Also unpraktisch, dass diese Mikroabstufungen nicht gehen. Was bei Automatisierung aber teilweise sogar gut sein könnte. Weil sonst hängt halt irgendwo eine Kapsel mit 0,05 oder was auch immer. Das wäre ja nicht ganz so cool dann. Oh. Fliegen wir aber wieder hoch. Okay. Ja, davon werde ich mehr machen und ich werde sehr viel zentrifugieren. Gib mir die alle da rein. Alle Slots voll damit. Kann man ganz gut als Zwischenslots benutzen. Das ist eigentlich für Batterie und irgendwas anderes noch. So, und mit dem Honig können wir jetzt runter in die Küche. Was spawnen. Deswegen war der Zombie hier letztens. Eieiei, oh. Eieiei. Hier, kriegst die einzige Fackel in der. Passt die einzige Fackel in der Base. So, Honig. Das sollte doch neue Rezepte geben, oder? Oh, ganz viel Joghurt. Stimmt, ich habe Joghurt hergestellt. Und jetzt können wir mit dem Joghurt, also das ist ein Basenjoghurt. Da, einfach nur einfacher Joghurt. Jetzt können wir in jeden Joghurt halt einmal eine Blaubeere reinmischen, einmal eine Erdbeere, einmal alle Beeren. So. Haben wir ein, zwei neue Sachen zum Ausprobieren. Ich wollte aber eigentlich irgendwas. Genau, Honig-Sandwich. Zwei Haxen leider nur. Sliced Bread. Breads. Strawberry Milkshake. Taffy. Brauchst du Honig? Ja, brauch Honig. Vegemite. Sweet Wort. Kommt mir vorher auch schon. Und hier sind sie schon gegessen. Also nicht so super viel, wie ich dachte. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwelche wichtigen Zwischenschritte auch fehlen. Weil ich habe noch nicht so eine wirklich gute Übersicht, was ich alles brauche. Also ja, man braucht Milch, ja, man braucht Salz, man braucht Butter, man braucht die richtige Art von Teig. Ich glaube, Tomatensoße wäre vielleicht noch ganz gut. Ne? Und solche Sachen, da bin ich mir sicher, was davon immer überall da sein muss, um gewisse Rezepte zu machen. Da brauche ich irgendwie auch nochmal eine Checkliste. Ja, jetzt aber erstmal. Oh, man hört die Essgeräusche an. Okay, warte.
Den. Was gar nicht, ne? Also ein kleines bisschen wenigstens. Und das Jetpack brodelt nur. Das Tischgeräusch höre ich nicht. Also ich könnte damit leben, so wie es jetzt ist. Wenn man fliegt, hört man noch ein bisschen deutlicher als das Brodeln. Ist okay. Ja. So, wo war ich? Oh ja, ich mache das mal mit euch zusammen hier. Wir nehmen einfach jetzt die Dollyfix. Da ist eine Ramschkiste. Die Ramschkiste kommt über die andere Ramschkiste. So. Dann die Sache hier. Kann ich die auch transportieren? Ist doch technisch gesehen eine Kiste. Wobei du hast deinen Inhalt, glaube ich, behalten, wenn man nicht abbaut. Und wo ist die Axt? Da ist die Axt. So, die brauchen ein neues Zuhause. Die Sachen hier. Und dich auch. Die brauchen wir jetzt ganz selten nochmal. Deswegen tun wir sie hier in die Ecke. Stencil Table brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr, weil wir alle Stencil haben sollten. Den Part Builder könnten wir noch gebrauchen. Denke ich. Bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt steht er hier. Neben den anderen ausrangierten Sachen. Genau wie die Smeltery Vault. So, hier mehr Platz. Ist das richtig? Nein. Ich habe gerade unter dem Bett Sachen weggehauen. Kommst dahin. Jetzt höre ich das Zischen wieder. Gucken, ob ich da irgendwas hinbekomme mit der Config, dass man Zischgeräusche ausschalten kann. So, das wäre unser Durchgang hierhin. Nach oben ging es eh schon. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch noch enger machen. Aber dann haben wir weniger Platz für Köpfe. Ich glaube, ich lasse es so. So, und jetzt müssen wir noch ganz auf. Ja. Müssen wir noch ganz runter in den Keller. Hätten wir da bloß ein 3x3-Tool dafür. Die auch schon lange nichts mehr, keine Sorge. Oh, da kam irgendwann Dirt. Ein ominöses Loch, das nach unten führt mit absoluter Schwärze. Und unser Lichtstrahl des Nullpunktes. Ja, schlafen. Mit Tageslicht soll es ja komplett bis zum Boden beleuchtet sein, das Loch. Genau, dann kriegt die Dolly wieder ihren Platz. Dann habe ich roten Granit dabei. Ramschkiste. Ramschkiste wollten wir. So. Back, 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 back. Back, back. Das hier können wir jetzt auch wegmachen, die Leiter. Also, wenn irgendein Geru Zunft mal sterben sollte und flucht über mich, also den für ihn Geru wäre. Das hatte alles seinen Grund. Stell dich verfiebt nochmal nicht so an und hol dir einfach ein bisschen Dirt zum Hochpeilen. Das musste gesagt werden, sorry. Das weg. Und hier können wir jetzt dicht machen. Dann fallen gewisse Leute da auch nicht mehr runter. Doch ein gewisses Arbeitsrisiko. Das sind Small. Small sind für hier oben okay. Unten im Keller benutzen wir halt Medium White oder was auch immer das ist. Gravel. Wo ist die große Schaufel? Da. Ja, die gesamten Seitenwände werden hier auch ersetzt. Nach und nach. Weiß noch nicht zu welcher Steinart. Also wahrscheinlich nochmal eine andere. Also wir haben den sauberen Stein hier oben, das sind die Small Stone Bricks. Wir haben die White Stone Bricks für den Keller und dann noch irgendeine andere Art für die Wände von Tunneln und dergleichen. Muss mir jetzt auch keine Gedanken mehr über Lava machen, wegen Runtergraben und so, weil ich kann ja einfach direkt hochfliegen. Muss nur immer wieder hier drauf achten. Wir haben auch, oh, das ist schwer zu erkennen, unten rechts, zwischen die Augen zusammenkneifen, seht ihr zwei Tanks.
Der rechte Tank müsste unser Dampftank sein, der linke Tank der Wassertank. Richtig, also wir haben einen komplett vollen Dampftank und wir hätten noch genug Wasser auf Vorrat. Und es geht immer noch keine Zellen, okay. Ich gehe hier die Wachszellen. Mal gucken, was der alles so akzeptiert. Nach und nach ausprobieren. Achso, das ist die Mika-Mine. Eck. Jetzt nur einmal ganz runter, um dann von da aus ein bisschen planen zu können, was wir denn im absoluten Untergrund machen wollen. Da haben wir bisher nur unsere Berry Farm und die ganzen Maulwurfstunnel. Auch ganz schick, dass bisher wirklich keine Lava da ist. Sonst müssten wir das alles wieder umbauen. Also alles trockenlegen. Gravel. Ich brauche den Drill. Ich denke mal, nächste Folge gucken wir, ob wir den Drill bauen können. Wenn ich mich nicht von anderen Sachen ablenken lasse. Und Touchdown. Sehr gut. Also im Süden sind die Oreberries. Hier haben wir jetzt ganz viel Platz für alles Mögliche. Das sollten wir auch weiter ausbauen. Weiß noch nicht, was da hinkommt. Wir müssen auch bedenken, Höhenunterschiede gibt es in Minecraft nicht wirklich. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten sagen, okay, wir sind jetzt ganz weit weg von der Basis, technisch gesehen ja 60 Blöcke oder was, wir machen jetzt hier die Magiesachen. Damit, wenn mit magischen Sachen irgendwas schief läuft, beeinflusst es unsere Basis oben nicht. Doch tut es, weil es derselbe Chunk ist. Also da müssen wir wirklich ganz woanders hingehen. Aber trotzdem finden wir bestimmt irgendeinen coolen Verwendungszweck für hier unten. Aber ich werde jetzt erstmal wegfliegen. Ich werde mich hier darum kümmern, dass die Wände ordentlich ausschauen. Und nebenbei rausfinden, ob ich irgendwie die Zischgeräusche von dem Jetpack ausmachen kann. Also bis gleich.